Norddeutscher Nachwuchsländerkampf. Es wird laut, schnell und emotional. Der Norddeutsche Nachwuchsländerkampf, ausgerichtet vom Berliner Schwimmverband, ist der Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Teams aus verschiedenen Landesverbänden kämpfen um jeden Punkt. Wer bleibt nervenstark? Es ist sozusagen eine Ehre, weil nicht viele dürfen mitkommen. Wir waren alle gut motiviert, hatten Spaß. Es ist immer eine neue Herausforderung, weil du kannst immer deine Bestzeit toppen. Viele Talente verfolgen genau dieses Ziel. Unter anderem auch Nele Rocho, die mit ihren 12 Jahren in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark zu den erfahrenen Schwimmern zählt. Sie ist eine der Stützen des Berliner Teams und hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, was in ihr steckt. Und auch heute. 3 Starts, 3-mal Gold und zahlreiche Punkte für ihr Team. Wenn ein Berlin-Wettkampf ist, dann sind ja nur so die Berliner oder Brandenburg oder so. Und jetzt sind halt andere Bundesländer mit. Und da kann man halt mal so checken, wer so ein bisschen an dir dran ist oder auch nicht. Aber nicht nur erfahrene Schwimmer sind hier am Start. Auch viele junge Talente vertreten erstmals ihren Landesverband. Ich war aufgeregt, jedes Mal vor dem Start. Die Nervosität ist natürlich spürbar, aber die Freude über die Chance ist riesig. Es ist aber auch sehr schön für den Verein mal anzutreten, dass die sonst halt in einem gegnerischen Verein sind, dass die dann halt mit dir auf dem Siegerpodest stehen und sich dann halt mit dir freuen. Gewiss ist, der Wettkampf ist kein Zuckerschlecken, aber genau das macht ihn so besonders. Ich fand's super. Es war cool, aber auch sehr anstrengend, weil es alles so hintereinander war. Und auch für Nele geht es direkt weiter. Kaum Zeit zum Verschnaufen, der Fokus bleibt, die Action geht weiter und die Erfolge sprechen für sich. Doch trotz allem weiß die Schülerin genau, worauf sie sich in den kommenden Wochen konzentrieren will. Auf jeden Fall meine Technik verbessern, versuche dran zu bleiben, auch wenn es jetzt schwer wird. Zum Schluss wird es in der SSE nochmal laut, schnell und emotional. Die letzte Staffel entscheidet, Berlin verteidigt den Titel vor Niedersachsen und Brandenburg. Der Wettkampf ist nun vorbei, doch die Erinnerungen an packende Rennen bleiben. Bis zum nächsten Jahr.